befinde mich heute bei einem weiteren Denkmal hier in Laumburg. Und zwar am Laumburger Schloss bin ich hier. Und hier sind viele, viele, viele tolle Sachen zu sehen, speziell hier im Laumburger Schlossturm. Und was es da alles zu sehen gibt, das zeige ich euch jetzt. Da gehen wir mal rein. Der Schlossturm in Laumburg wurde ursprünglich als Wehrturm errichtet. Nach 20-jähriger Bauzeit wurde dieser im Jahre 1477 fertiggestellt. Ausgestattet mit 2 Meter dicken Wänden, diversen Schießscharten und einer Pulverkammer konnte von hier aus das Umland kontrolliert werden. In der ersten Etage des Schlossturmes sind Gefängniszellen eingerichtet, die noch original ausgestattet sind. In der ehemaligen Pulverkammer im Untergeschoss befindet sich heute ein Lapidarium. Nach der Zerstörung des Schlosses im 17. Jahrhundert musste das oberste Stockwerk abgetragen werden und wurde durch den heute noch zu sehenden barocken Dachreiter ersetzt. Trotzdem kann man von der Schlossturmspitze auch heute noch bis weit nach Niedersachsen hineinblicken. Das Bauwerk mit seinen 2 Meter dicken Mauern war bereits im Mittelalter imposant und hat davon in der heutigen Zeit nichts verloren. Eine Besichtigung ist absolute Pflicht, fühlt man sich doch beim Betreten in eine längst vergangene Zeit zurückversetzt. Liebe Besucher, heute ist das Laumburger Schloss Verwaltungsgebäude. Auch in den Nebengebäuden ist die Verwaltung untergebracht. Besuchen Sie einfach mal das Laumburger Schloss mit seinen vielen Nebengebäuden und vor allen Dingen den Laumburger Schlossturm. Und vor allen Dingen, Sie haben den besten Blick hier vom sogenannten Askanierblick Richtung Niedersachsen, Richtung Mecklenburg-Vorpommern und direkt auf die Elbe. Ein Blick, den Sie nie vergessen werden.